Hallo und herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich bin auf der Rennstrecke in Valencia gerade bei der HPC Race-Veranstaltung von BMW Motorrad. Und da nehme ich euch heute mit. Ihr dürft mich begleiten. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Und zwar geht es hier darum, dass die Superbikes von BMW Motorrad direkt auch verglichen werden mit der HP4 Race, dem Wahnsinnsmotorrad. Da werde ich auch später auch noch auf die technischen Details eingehen, genauso wie auf die Details der verschiedenen Fahrzeuge. Hier haben wir zum Beispiel einmal die Endurance-Maschine. Wir haben vom Raiti die IDM-Maschine dastehen, aus der spanischen Meisterschaft und auch die IDM-Maschine vom Wilbers Racing Team. Die ersten sind schon rausgefahren mit der S1000RR. Und später geht es dann mit der HP4 Race raus, um dann den direkten Vergleich zu haben. Auch bei mir geht es gleich los. Ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich aber total. Es ist eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend und aufregend. Habe ich hinter mir, das war jetzt auf einer S1000RR und jetzt kommt was total Spannendes auf mich zu. Ich bin etwas nervös, muss ich ehrlich zugeben, und da schnappe ich mir mal einen Kandidaten, Markus. Servus. Der Markus Reiterberger hier. Grüß dich. Und du leihst mir jetzt dein Bike. Ja, meins, ja. Schön, ja. Dein IDM-Bike bekomme ich jetzt und werde damit eine Runde hier auf der Rennstrecke drehen. Cool. Wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht, aber das ist der Plan. Ja, super, freut mich. Wenn wir da aufpassen, die gehen nämlich ganz brutal. Na toll. Also im Prinzip, wir haben ein Bike auf Serienbasis, haben wir andere Cartridge in der Gabel drin, haben einen TTX-Stoßdämpfer hinten. Aber relativ serienbelastet das Ganze, wir haben auch Serienmotoren drin. Okay. Natürlich ein bisschen optimiert, aber ansonsten ist es sehr nah. Okay. Aber es wird Spaß haben, wir sehen, dass das hat 170 Kilo leer, ja. Sehr handlich, und ja, wir konnten die deutsche Meisterschaft gewinnen, also ich glaube, so schlecht ist es. Gut, ich werde es sehen und ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie es war. Es geht nämlich jetzt sofort los und ja, und dann quatschen wir nachher einfach wieder. Also wünscht mir Glück. Das ist halt super leicht, gell? Mit den 160 Kilo, dazu die 215 PS, das merkt man schon deutlich, aber ja. Also
mir gefällt es gut, ich bin jetzt drauf und war direkt schnell. Mhm. Und haben jetzt noch neue Reifen montiert, jetzt schauen wir mal Mittag, was geht. Ja, aber okay. Ich denke, das ist ein rennfertiges Bike. Aber als nächstes steige ich jetzt auf die HPC Race. Was denkst du, würde mich dann erwarten jetzt im Vergleich zu deinem Bike? Weil deine ging ja ab wie Schnitzel. Ich glaube nicht. Ja, das ist wahrscheinlich noch mehr ein Step. Es ist noch mehr leichter und vom Fahren wahrscheinlich noch mehr ein bisschen besser. Mehr okay. Leistung, besser bremsen. Die Elektronik macht sehr viel für dich. Also das ist schon ein großes Ziel. Das ist schon spannend. Okay. Ja, okay. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal den Rudi Schneider schnappen und mit ihm ein bisschen über die Technik der HPC Race quatschen. Danke, Reiti, und danke für dein Vertrauen. Und ja, dann schauen wir uns mal das Motorrad genau an. So, ich stehe jetzt hier mit dem Rudi Schneider vom BMW Motorrad. Der ist der Verantwortliche aller 4- und 6-Zylinder. Und du bist ja gerade mit mir brav gefahren, also mir vorausgefahren und hast mir so die Strecke gezeigt und hat mega Spaß gemacht. Also danke dafür. Und ich steige ja jetzt von Reitis Maschine, von der IDM-Maschine, auf die HP4 Race um und bin natürlich wahnsinnig gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt an Veränderungen. Und es ist ja schon mal eine Wahnsinnsansage mit 146 Kilo trocken und 215 PS. Das ist ja schon mal gewaltig. Und ja, wenn du noch uns ein bisschen Infos zur Technik gibst. Wir haben eigentlich ein rennrassiges Rennmotorrad. Mhm. Also so wie es in der World Superbike gefahren wird, plus Carbonräder und plus Carbonrahmen. Ja. Also so sind wir vor 2-3 Jahren noch in der Weltmeisterschaft gefahren. Hier ist ein Motor drin, also der Serienmotor entsprechend aufgebaut mit anderen Kurbeltrieb, mit anderen Ventiltrieb, sodass die 215 PS möglich sind. Das Fahrzeuggewicht ist extrem leicht. Hier ist die beste Gabel drin, die es zurzeit für Geld zu kaufen gibt. Das ist von Öhlins die FDR 300. Mhm. Speziell aber auch nochmal auf das Fahrzeug umgestimmt. Abgestimmt das gleiche mit Federbein, das TTX 36 Federbein. Über die Bremssättel runter, dementsprechend mit dem Fahrzeuggewicht, den Komponenten, die verbaut sind, das Motorrad lenkt viel leichter ein. Mit dem Motorrad kann man viel später bremsen und dementsprechend kurzen natürlich auch die Rundenzeit. Ja, okay, Wahnsinn. Und es ist ja alles aus einem Teil, also zum Beispiel der Carbonrahmen ist ja wirklich aus einem Teil gemacht. Also da ist nichts zusammen. Ich weiß, das macht das Ganze natürlich widerstandsfähiger und... Carbon ist nicht gleich Carbon. Das Carbon, das man von den Verkleidungen eigentlich kennt, das sind klassische handlaminierte Carbonverkleidungen. Hier sprechen wir vom sogenannten RTM-Verfahren. Das muss man sich vorstellen. Das ist eigentlich wie ein Werkzeug, wenn man Aluminium abgibt, aus verschiedenen Hälften. In dieses Werkzeug werden die Carbonmatten eingelegt, zusätzlich mit dem Insatz. Man sieht hier das große Insatz, überall wo verschraubt wird, im Insatz. Anschließend werden die Werkzeughälften zusammengefahren und dann wird mit Hochdruck Harz eingespritzt. Und wenn dann nach ca. 2 Stunden das Werkzeug auseinandergeht, purzelt der fertige Rahmen raus. Und so entsteht ein Rahmen neben den anderen. Also die sind von den Toleranzen her, so wie man es eigentlich von Gussteilen kennt. Der große Vorteil ist, dass man hier von den Wandstärken extrem variieren kann. Mhm. Die Kunst in einem Rahmen liegt da immer Thema Steifigkeit, Flexibilität. Und Aluminium fließt halt nur bis zu einer gewissen Wandstärke dahin, wo es hinfließen soll. Mhm. Da ist bei 3 mm in der Regel Schluss. Vielleicht geht auch mal 2,5 und dann kämpft man mit Lunker, mit Lufteinschlüssen. Bei Carbon, in diesem Verfahren, bin ich komplett flexibel. Mhm. Ich gehe meine Wandstärke dahin, wo ich sie will. Das heißt, der Rahmen kann im einen Bereich 4-5 mm stark sein, der kann im anderen Bereich aber auch nur 1 mm oder 2 mm in den Kammern stark sein. Ja. Und das, wenn man das in der Konstruktion von vornherein berücksichtigt, dann kann man das Gewicht rausnehmen und kann vor allen Dingen die Flexibilität dahin legen, wo man es braucht, und ja, die Steifigkeit genauso. Das ist der große Unterschied. Mhm. Und was ich ja an dem Fahrzeug auch so wahnsinnig toll finde, ist, dass, wenn ich mir die jetzt kaufe für den stolzen Preis, aber ich kann sie mir so individuell für mich einstellen. Ich kann ja die Traktionskontrolle gangspezifisch sogar programmieren. Genau, wir können aufs Display draufschauen. Mhm. Also wenn man das Motorrad einschaltet, hat man den sogenannten Mechanikermodus. Das heißt, man sieht erst einmal die Batteriespannung, man sieht Throttle Position Driver, das heißt, wie viel Gas gibt der Fahrer. Da verändert sich es auch. Und daneben Throttle Position, das heißt, was kommt eigentlich unten an? Weil immer das, was der Fahrer hier abruft, kommt unten an, weil das natürlich mit der Traktionskontrolle zusammenspielen muss. Mhm. Dann Vorderradgeschwindigkeit, Hinterradgeschwindigkeit,
Schräglage und entsprechend Temperatur. Wenn dann der Fahrer losfährt, kann ich im Stand auch mit dem Knopf umschalten. Das ist jetzt die Fahreransicht. Hier ist jetzt eingestellt Engine Brake 0. Ja. Mhm. Geht von minus 7 bis plus 7. Das ist ja auch gangweise programmierbar, die Motorbremse. Genau. Mhm. Also das Motorrad hat serienmäßig den Race Calibration Kit. Mhm. Wird angesteckt und dann kann ich gangabhängig die Engine Brake und gangabhängig auch die Traktionskontrolle einstellen. In 15 Stufen von minus 7 bis plus 7. Nicht zu vergleichen mit der Serien-Doppel-R, weil da kann man auch die Traktionskontrolle während der Fahrt verstellen im Slick-Modus. Aber ein plus 2 auf dem Motorrad entspricht nicht ein plus 2 auf dem Serienmotorrad. Das ist ein reinrassiges Rennmotorrad, okay. Das heißt, hier ist alles deutlich schärfer. Ja, okay. Ja, genau. Bremsen haben wir ja Monoblock von Brembo. Genau, und das sind ja auch die, die in den ganzen Rennklassen verwendet werden, so wie auf der Isle of Man wahrscheinlich auch. Bis zur MotoGP. Bis MotoGP. Also das sind die Sättel, die auch ein Rossi in der MotoGP fährt. Wow, ja, also hier ist wirklich alles vom Feinsten gebürstetes Aluminium. Und 750 Stück werden ja davon nur hergestellt. Ich habe mir sagen lassen, 3 pro Tag können nur hergestellt werden, richtig? Und faszinierend fand ich auch zum Beispiel, wie diese Carbonräder gesponnen werden sozusagen. Ja. Ihr habt ja gemeint, irgendwie ein 10 Meter Durchmesserrad spinnt das Ganze zusammen, sodass auch die... Genau, es ist eine riesige Anlage, wo in der Mitte im Herzstück das Rad entsteht. Mhm. Und außenrum ist ein riesen Scheibe, muss man sich vorstellen, wo diese tausenden Carbonfaserfäden zusammenkommen. Und ja. So entsteht das Rad. Irre, irre. Ja, und das Ganze wird übrigens alles in Berlin handgefertigt. Genau. Und also dieses Motorrad wird nicht in der normalen Linie produziert, sondern hier haben wir eine Individualfertigung, einen separaten Bereich. Den kann sich der Kunde auch anschauen. Also sowohl die Motorradfertigung als auch die Motorenfertigung. Ein Mechaniker baut an einem Tag ein Motorrad auf, 2 Mechaniker bauen einen Motor auf. Alle Motoren gehen über den Prüfstand und alle Motoren kriegen eine Leistungsmessung. Das heißt, sobald man das Motorrad kauft hat, kann man damit auf die Strecke. Wahnsinn. Kannst du mir noch ganz kurz sagen, was es mit den Knöpfen noch auf sich hat? Weil jetzt geht es ja dann gleich los mit Fahren und da will ich noch das Wichtigste Zu den Schaltern erfahren. Vielleicht. Wir haben hier auf der rechten Seite den Killschalter, das heißt den Notausknopf. Yep. Schwarz ist der Startknopf, blau ist für die Modi zuständig. Also man sieht hier aktuell eingestellt ist die Drive-On. Das Fahrzeug hat 4 Modi, Wet, Intermediate, 3-1 und 3-2. Mhm. Die sind aber alle frei programmierbar. Also ich könnte mir auch auf den Wet-Modus was Scharfes mit Slicks drauflegen. Hier auf der linken Seite, grün heißt immer mehr Support, rot heißt immer weniger Support. In dem Fall steht der Pfeil auf Traktionskontrolle, Traction Control ist jetzt auf 0 eingestellt. Wenn ich jetzt auf den grünen Knopf drücke, dann habe ich jetzt plus 2, das heißt ich bekomme mehr Support. Gehe ich auf den roten Knopf, habe ich weniger Support, das geht auch im Minusbereich. Mhm. Das kann der Fahrer während der Fahrt verstellen. Okay. Der blaue Knopf ist dafür da, um den Pfeil zu wechseln. Jetzt gehe ich auf Engine Brake, also mehr Motorbremsmoment oder weniger Motorbremsmoment. Auch das kann der Fahrer während der Fahrt verstellen. Ja, okay. Aber jetzt, wenn ich gleich losfahre, dann mache ich lieber mehr Support erstmal auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen mehr und dann packen wir es wieder. Ja, genau. Ja. Super, okay, ich freue mich drauf, ich bin super gespannt und ich werde euch dann natürlich mit meinen Eindrücken versorgen und drückt mir die Daumen. So, ich bin jetzt gerade zurück. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen verschwitzt. Es ist auch sehr warm, aber es ist natürlich auch anspruchsvoll, auf der Rennstrecke zu fahren. Und so ein bisschen Adrenalin hatte ich schon auch im Blut, weil man weiß halt einfach, wie viel dieses Motorrad wert ist und dass man auf keinen Fall stürzen darf. Aber dazu muss ich direkt sagen, dass ich von Anfang an, ich bin draufgestiegen und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fühle mich so sicher und ich fühle mich so wohl auf dem Motorrad. Und nach kurzer Zeit hat es angefangen, so richtig Spaß zu machen und dann habe ich auch vergessen,
dass das Ding 80.000 Euro wert ist. Juliane, nicht stürzen, nicht stürzen. Was ich noch am Anfang so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und dann hat es einfach nur noch Spaß gemacht. Und jetzt verstehe ich auch die Aussage, man fühlt sich, wie als würde man auf Schienen fahren. Und das ist tatsächlich so. Also Wahnsinn. Und deswegen wollte ich jetzt mit dir quatschen. Wie habt ihr das hinbekommen? Übrigens, Chris Gonschor, der Projektleiter der HP4Race, sozusagen dein Baby, das Ganze. Ja. Da hast du dich so ein bisschen. Eins habe ich daheim. Hier stehen einige davon. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja. Ja, erzähl mal, wie kann das sein, dass das so abartig abgeht? Das war das Ziel. Wir wollten Freude am Fahren, das ist einer unserer Slogans, umsetzen und dass die Kunden, egal in welchem Speedlimit, genau das fühlen. Ob ein Profi-Rennfahrer rausgeht oder ein Hobbyfahrer oder wir beide, einfach Fahrspaß haben. Was hilft uns dabei? Mhm. Wir haben natürlich hier mit dem Thema Carbon-Rahmen und Räder zwei massiv innovative Technologien reingebracht und konnten mit dieser Technologie Carbon sehr viel an dem Gesamtfahrzeug, Balance und Steifigkeitsverhältnis spielen. Mhm. Und das führt dazu, dass wir ein sehr ausgewogenes Motorrad hinstellen konnten, sodass man auch beim Fahren und Beobachten, ich bin ja kurz hinter dir gefahren, sehen kann, wie sich jemand wohlfühlt. Mhm. Und da hilft natürlich A, die komplette Superbike-Technologie in der Front und in der Rear, rein performance-orientiert, aber am wichtigsten ist für den Fahrer immer, dass er Feedback bekommt, oder eine Fahrerin, Entschuldigung, dass er Feedback vom Vorderrad und vom Hinterrad bekommt. Und dann bekommt er Vertrauen und fühlt sich wohl. Und das kriegt man eigentlich nur über das Gesamtfahrzeug hin, wenn das balanciert ist. Wenn zu viel Bewegung im Fahrzeug ist, dann wirst du nervös, hast keinen Spaß. Wenn aber alle ruhig und relaxed sind, dann kommt das Grinsen ins Gesicht. Absolut. Und Adrenalin solltest du, wie du sagst, nicht nur wegen den 80.000 Euro haben, sondern tatsächlich Spaß machen. Und ab geht wie Schnitzel. Und was ich ja auch spannend finde an dem Bike, das ist ja so konzipiert, dass es so eine Mischung aus so einem Endurance-Bike und einem Superbike-Motorrad. Genau. Ja, vollkommen richtig. Also letztendlich kann man sogar sagen, es ist eine komplette Superbike-WM-Spezifikation, also das maximale Niveau, was man erreichen kann, weil wir auf maximalem Niveau die Themen-Technologie, Rahmen und Räder präsentieren wollen. Aber wir haben natürlich auch Komponenten aus der Langstrecken-WM reingemacht, weil letztendlich sollen Privatkunden auch oft und viel damit fahren und das Motorrad muss entsprechend auch eine Standfestigkeit haben. Genau. Ein reines Rennmotorrad für ein Superbike-Rennen. Der Motor muss nicht unbedingt ein zweites Wochenende halten. Und eben, hier wollen wir, dass die Kunden einige Wochenenden im Jahr auf dem Motorrad verbringen und Spaß haben. Und insofern ist das wirklich eine Mischung, aber mit sehr, sehr nah an der Superbike-WM. Ja. Also der Kunde ist ein Werksfahrer und soll sich auch so fühlen. Er hat die gleiche Technologie von Elektronik bis hin zum Motor, wie gerade Markus Reiterberger getestet hat. Also insofern Werksfahrer war das Ziel. Wahnsinn. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, und die, an sich finde ich auch die ganze Veranstaltung hier spannend, weil wir haben ja wirklich so von allem was dabei. Genau. Oder es ist von allem was dabei. Deswegen, ich werde mir nachher auf jeden Fall noch die Rennfahrer krallen und die mal ausquetschen. Aber ich finde es Wahnsinn, weil das Motorrad gerade auch für jemanden wie mich, der eigentlich halt wirklich zum Spaß fährt und jetzt nicht auf einem Rennniveau, ich habe mich so wohl gefühlt und so sicher. Und das soll ja eigentlich... So soll es ja eigentlich sein. So soll es sein. Und Wahnsinn. Also ich bin begeistert. Freut mich. Das hat echt Feedback Spaß gemacht. Fürs Motorrad, fürs Team. Ja. Also ich werde weiterreichen und die Kollegen werden sich freuen, dass das Gesamtergebnis die Menschen glücklich macht. Ja, wirklich. Mein Grinsen geht so schnell, glaube ich, nicht mehr. Behalt's dir bei. Ja, dann vielen Dank. Und, danke dir. Ja. Viel Spaß noch. Danke. Ebenfalls. Ciao. Superbike vom Carmelo Morales, der ist ein spanischer Rennfahrer, der ist in der spanischen Meisterschaft gefahren und mit dem Bike bin ich kurz davor gefahren. Mit seinem Bike ist gerade ein Journalist aus England angekommen. Der Carmelo ist gerade die HP4Race gefahren und den werde ich mir jetzt nämlich schnappen und ihm mal darüber ausquetschen, wie es für ihn war, weil es nämlich das erste Mal war, dass er die HP4Race gefahren ist. Und dann schauen wir mal, was seine Eindrücke waren. So, also ich stehe jetzt hier mit dem Carmelo Morales und sein Englisch ist leider sehr schlecht, deswegen probieren wir es jetzt mal auf Spanisch mit dem Spanisch, das ich kann. Carmelo, ¿cómo te ha sentido con la moto? Pues muy bien, ¿no? La verdad que he rodado cinco vueltas y la impresión que me ha gustado más ha sido
ha sido la potencia del motor, el Power, ¿no? Also er ist fünf Runden damit gefahren und hat das Potenzial des Motors gespürt. Cuando le pones la cuarta y la quinta marcha in the 4G and the 5G the engine. Ab. Also im vierten und fünften Gang. Too much power. Too much? Sí, sí, sí. Demasiado? No. No. No, no, no. It's good, it's good. Bien, okay. It's good. Y bueno, las sensaciones son muy diferentes porque yo voy con otros neumáticos, yo voy con Dunlop, ¿sí? La moto ¿sí? va con Pirelli y, okay. y es diferente, ¿no? Pero se nota que la moto es muy ágil. Okay. Also normalerweise fährt mit Dunlop Reifen und jetzt ist mit Pirelli gefahren, deswegen hat sich schon deshalb anders angefühlt. Y los cambios de dirección es muy ágil, ¿no? Sí, sí, sí. Also sagt auch, dass die Wendigkeit und die Agilität ist ihm auf jeden Fall aufgefallen. Y las sensaciones han sido muy buenas, pero solo he podido dar 5 vueltas. Y con mucho tráfico. Sí, oh, okay. Also war viel los auf der Strecke und konnte nur 5 Runden fahren. Und jetzt hat es leider angefangen zu regnen. Pero te ha gustado. Sí, sí, me ha gustado mucho. Okay. Le doy las gracias a BMW por dejarme probar la moto. Sí. Thanks to BMW for, sí. for this test. Okay, muchas gracias. Gracias. Adiós. So, ich stehe jetzt hier mit dem Bastian Mackes, IDM-Fahrer. Und der ist gerade auch das erste Mal die HP4 Race gefahren. And so you rode the HP4 race for the first time today, right? Yeah, the bike was really amazing. I really enjoyed to ride the bike because the complete bike is a different world. If I have to compare with my IDM bike, the bike is easier to handle to the left, right, in the fast and slow corner was really good. The power is really amazing. I mean, my bike is really strong, but this one is one step higher. Yeah. For the brake, it's like the brake I would like have for racing because it's really amazing. Really? The feeling and also the power of the brake are really good. The stability of the bike out to the corner, I have to say. Yeah. It's more easy to use the power because you have a lot of power, but it's important to be able to use it. So the bike was really stable and you can really use a lot of power of the bike. So perfect. Okay. I was really a chance to ride this bike and I hope I will have the chance again. Yeah, cool. Okay, thank you so much for your impression. Good. Gut, ich stehe jetzt hier mit Marc Bongers. Er ist Leiter Technik Motorsport von BMW Motorrad. Und ich habe gerade mit Bastian Mackes gesprochen. Ja. Und der hat auch wahnsinnige Unterschiede festgestellt von der HP4 Race zu seinem Bike. Also ich war erstaunt, wie viel Unterschied er wohl noch festgestellt hat. Das ist sehr beeindruckend. Ich meine, ich habe auch große Unterschiede festgestellt, aber dann das nochmal von dem Rennfahrer oder von den Rennfahrern nochmal so zu hören, war schon Wahnsinn. Die HP4 Race ist ja circa 10 Kilogramm leichter als das FIM Stockgewicht, das Mindestgewicht, zu welchen diesen Bikes aufgebaut sind, obwohl sie an sich unterschiedlich sind. Aber diese 10 Kilo merkt man natürlich extrem. Oh ja, auf jeden Fall. Also dadurch ist die HP4 Race nochmal ein Stück handlicher als die tatsächlichen Rennen. Genau, da waren wir uns, glaube ich, alle einig, die heute hier gefahren sind. Und jetzt kurz zur Info, wir haben hier die ganzen oder einige der BMW Rennmaschinen stehen. Und zwar einmal haben wir hier die Endurance-Maschine. Und dann haben wir hier die IDM-Maschine vom Reiterberger, die bin ich auch heute gefahren. Und dann haben wir hier vom Carmelo Morales die spanische Meisterschaftsmaschine, die bin ich auch gefahren. Und dann die HP4 Race-Maschinen. Kannst du uns noch was zu den groben Unterschieden sagen? Also bei der Endurance-Maschine ist klar schon mal mehr Tankinhalt, ich glaube 24 Liter sind es da. Genau, Tankinhalt. Wir können, maximal 24 Liter tanken. Der Motor liegt im Prinzip, ist eine Baustufe, die liegt zwischen dem HP4 Race
und zwischen das EDM-Motorrad zwischendrin. Also das ist ein Typ, sogenannten Typ 6 Motor, der für die Langstrecke allerdings nochmal extra abgestimmt ist auf einen sehr niedrigen Verbrauch. Auch für die Motorbremse zum Beispiel verwenden sie die Taktik, die wir anbieten, nicht, sondern wir machen den Motor quasi aus in der Bremsphase, um Sprit zu sparen. Wow. Das machen wir mit einer abgeänderten Serienelektronik. Das Motorrad von Markus Reiteberger von der IDM hat einen Serienmotor drin, der allerdings von Hand aufgebaut ist. Also da nutzen wir alle Toleranzen aus, um die bestmögliche Performance zu erreichen. Das Motorrad bringt es dann circa auf 205 PS, was für einen Serienmotor schon erheblich ist. Und da verwenden wir unsere Race Calibration Kit Pro. Das ist eine reine Rennelektronik, die für eine fahrerindividuelle Abstimmung sehr geeignet ist, was man bei der Langstrecke nicht so benötigt, weil da drei Fahrer mit einem Fahrzeug klarkommen müssen. Das EDM-Bike ist sehr ähnlich an spanische Superbike. Genau, das Gefühl hatte ich auch. Ich bin ja beide gefahren und ich hatte das Gefühl, dass die sich schon sehr ähnlich angefühlt haben. Ja, das stimmt auch. Da gibt es nur sehr leichte Nuancen zwischen den Reglements. Aber technisch ist da an sich kein großer Unterschied zwischen den beiden Motorrädern. Abgesehen davon, dass die spanische Meisterschaft andere Reifen verwendet, die verwenden Dunlops gegenüber die Pirellis in der EDM. Dafür ist die Elektronik auch wieder abgestimmt. Aber rein vom technischen Reglement, Motorleistung und Elektronik sind die auf einem fast identischen Level. Und alle nicht auf dem Level von der HP4 Race. Ja, das weil ist wir das im Rahmen von den Reglements nicht erreichen können und dürfen. Da gibt es ein Mindestgewicht das und Bike ist sehr super Bike. Genau. Und auch die Technologie, die wir in diesem verwenden, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer ist, wie die auf Serienmotorrädern basierende Rennen. Genau, und die Bikes sind ja wirklich perfekt auf die Fahrer selbst abgestimmt, aber dann trotzdem so ein tolles Feedback von einem Motorrad, das jetzt nicht so individuell eingestellt ist, zu bekommen, ist dann schon. Ja, das ist natürlich in der Entwicklung eine große Aufgabe gewesen, diesen Spagat zu erreichen, dass das Motorrad passt für Hobbyfahrer bis hin zu schnelleren Fahrer. Also die Hobbyfahrer hier sind heute irgendwie bis hin zu 2 Minuten Rundezeit gefahren und der Markus Reiteberger fährt mit dem gleichen Motorrad 1,35. Wow. das ist fantastisch. Aber trotzdem, es gibt das Motorrad gibt trotzdem jedem Fahrer ein positives Feedback. Ja. Die Komponenten, die verbaut sind, lassen es allerdings auch zu, relativ kleine Änderungen auf den Fahrer einzuwirken. Vorspannung, Federrad. Ja, man kann ja das wirklich noch sehr individuell alles einstellen. Und auch die Abstimmung der Elektronik haben wir auch einen Bereich geschaffen mit den Einstellungen, die man vom Lenker aus tätigen kann, die den ganzen Bereich sicher abdecken können. Ja, super, ja. Dann danke ich dir. Gerne. Für deine kurze Präsentation der Bikes und dann, gern geschehen und ich hoffe, du hast Spaß. Ich hatte einen unbeschreiblich tollen Tag, ja. Gut. Und ich danke dafür. Also, danke dir. So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Es hat jetzt am Schluss noch angefangen zu regnen, deswegen wurde der letzte Turn noch verkürzt sozusagen. Ich will noch ein kurzes Schlussfazit ziehen. Also die Unterschiede von der S1000RR gegen oder zur HP4 Race sind gewaltig. Das haben alle Fahrer heute hier festgestellt, auch ich. Und auch ich als normaler Fahrer, als Nicht-Rennfahrer, konnte die Unterschiede deutlich spüren. Der Preis für das Motorrad, die 80.000 Euro, sind natürlich happig, aber man bekommt dafür wirklich einiges geboten. Und wir haben hier ja 215 PS im Gegensatz zur S1000RR mit 199 PS. Wir haben hier 146 Kilo trocken im Gegensatz zu 178 Kilo trocken.
Also es sind schon Riesenunterschiede und ich hatte einen wahnsinnigen Spaß heute, die Motorräder zu fahren. Ich werde das Grinsen so schnell nicht mehr los und bin unfassbar dankbar auch, dass ich die Superbikes von Rennfahrern fahren durfte. Das können, glaube ich, die wenigsten Motorradfahrer erzählen und ich bin da noch ganz geflasht und voller Adrenalin immer noch. Und ja, wenn ihr noch weitere Details zum Bike wollt, der Nils hat ja schon einen sehr, sehr ausführlichen Bericht gemacht. Schaut da auch noch mal rein und lasst einen Kommentar da. Sagt, was ihr von dem Bike haltet. Und das ist ja begrenzt auf 750 Stück. Also falls ihr euch eine anschaffen wollt, beeilt euch lieber, weil die irgendwann wahrscheinlich ausverkauft sein wird. Und ja, alles handgefertigt in Berlin. An der Stelle sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich jetzt auf eine Dusche, die ist dringend nötig. Es war schon ordentlich anstrengend und ich freue mich auf den nächsten Test. Also schaut wieder rein und bis bald. Ciao.